Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tropico 5. So Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Obwohl wir gar nichts zu tun haben gerade. Öl wird gemacht, Konzern wird sich machen, das haben wir gebaut. Und Touristen müssen natürlich noch auf unsere Insel kommen. Hacienda ist gebaut. Aha. Schön, schön. Sieht die denn aus? Naja. Naja, hier, das sieht doch schöner aus, oder? Ich weiß nicht. Die hier sind eher am geilsten, oder? Bunkerlos? Ja, genau, außenrum. Naja. Bunkerlos? Ja, wir müssen hier Apartmenthäuser bauen, das geht so nicht. Das ist die. Bauen wir hier mal eins hin und... Hier mal eins hin. Da bauen die hier Hütten um unsere Bungalows. Sag mal, geht's denn dann noch gut? Ja. Flughafen können wir denn verbessern? Mehr Geld ist gut. Nö. Nö. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Ah, wir wollten gucken wegen Öl. Dings da, Raffinerie draußen. Haben wir hier? Auch hier. So, hier. Und dann die Straße hin. Natürlich sehr schön. Nein. Nein. So. Okay, das hätten wir. Haben wir da drüben noch eine? Moment. Müssen wir schauen. Oh, hier ist ganz viel Öl. Natürlich auch gut. Können wir auch Öl machen. Durchaus was, wo man tun kann. Wir haben das nötige Militär. Also stellen wir einfach eine Dummheit an und sehen, zu was das führt. Was machen wir denn, Leute? Internationale Zwischenfall. Superwaffe. Ja, wir machen internationale Zwischenfall, oder? Ich würde sagen, ja. Komm. Aha. Die UN hat Wind von unseren Plänen bekommen und bietet uns viel Geld dafür an, unser Militär abzurüsten. Wir können die UN einmal mehr bestechen, damit wir nichts machen müssen. Ja, nur alle Militärgebäude zerstören. Vergiss es doch. Das ist doch Bullshit. Moment, dann machen wir aber langsam. Und dann hier abreißen. Das sind ja nur die sein, oder? 2, 4, 6, 7, 8. Wo soll denn noch mehr Militärgebäude sein? 9. Haben wir noch irgendwo einen Turm, wo ich nicht sehe? Ach ja, da. 10. Schnell abreißen, dass das Gefängnis noch mehr dazu zählt, weil das will ich ja unbedingt mal sehen. Und dann können wir ja wieder neu bauen. Ist ja nicht das Problem. So. Gut. Sind wir jetzt zufrieden? Oh, 300. Was ist denn jetzt passiert? 318.000. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben jetzt genug Geld. Panzergruppen sind gut. Bauen wir die lieber hier hin. Panzer gleich am Eingang, wenn jemand hier in Invasion starten will. Wachtürme natürlich wieder hin. So hier und so hier. Hier auch noch. Cool. Ist unser Präsident ein bisschen mehr geschützt? Das finden wir gut. Alles, was Präsidente schützt, ist gut. Oh, unser El-Präsidente. Die Welt leidet unter einer großen Energiekrise. Der Ölpreis steigt stündlich. Wir sollten die Situation zu unserem Vorteil nutzen. Von beiden mehr fordern. Mehr damit, her damit. Geld ist gut. Geld ist unser Freund, so. Die USA haben eine neue Initiative namens Allianz für den Fortschritt geschaffen. Können wir machen. Hier ist sowieso drin, ne? Preisen. Diese Yankees können wirklich feiern. Zigarren, Alkohol, Hetzjagd auf Kommunisten. Komm, Schweizer Bankkonto. Ja, Mr. President, Geld. Meinen Berechnungen zufolge wird... Okay. Brockendock wird auch gebaut, kein Problem. Wo war das? War das hier? Wo war das Brockendock? Wo war das Trockendock?
Wo war das? Verdammt! Wo ist denn das scheiß Trockendock hin? Bin ich wieder blind, ne? Ihr schreibt mich an. Trockendock? Hallo? Da haben wir schon eins und wir können es nicht mehr bauen. Ne, wir haben noch keins, ne? Da ist es ja. Oh. Hat es schon Angst? Lassen wir es nicht finden. Wie rum gehört er? Ne, so rum, ne? Kann man das hier noch irgendwie. Hier. Oh, aber gerade so. So, das ist ein neues Luxusunterhaltung. Haben wir das gebaut? Oder wird das gebaut? Ja, das Museum, ne? Das Museum wird gebaut, genau. Dann bauen wir doch hier mal noch ein paar Apartmenthäuser hin. Mal sehen, vielleicht werden hier welche einziehen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Unser Gefängnis ist auch noch nicht fertig. Das gut, jetzt haben sie wieder viel zu tun. Aber das macht nichts. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja schon mehr wie die Hälfte. Das ist gut. Und wir bauen ja gerade noch weiter. Oder? Oh, da ist gerade ein Chat gestartet. Oder gelandet, ich weiß es nicht. Wir bauen das eine hier mal schnell, ne? Besser ist das wahrscheinlich wegen den ganzen Hütten hier. Das sieht ja nicht schön aus für unsere Touristen. Was soll denn das? Drei von zehn. Oh nö. Rebellenangriffe nehmen zu, das finde ich nicht nett. Das finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Das heißt, wir brauchen Militär. Bauen wir Kasernen. Kaserne. Wo bauen wir die Kaserne hin? Hier? Eventuell. Hier will ja eh niemand wohnen, dann bauen wir hier was hin. Nein. Abbrechen. Vielleicht geht's ja andersrum. Hier das Fort hinbauen. Na? Nein, nicht noch ein Fort. Hier das. Ja. Wunderbar, wunderbar. So. Und ansonsten haben wir jetzt gerade nichts zu tun, oder? Oh. Oh. Müssen wir gleich gucken. Wir sind hier. Jetzt sieht niemand ein. Na toll. Was ist da rot? Ja, gut. Handel abgelaufen. Moment, da müssen wir wieder gucken. Ein Schiff frei, ne? Zigarren. Sofort hier. Zigarren, tschüss. Das finde ich gut. So. Okay, jetzt haben unsere Arbeiter etwas zu tun. Aber nur ein bisschen. Wenn auch ein bisschen viel, aber... So ist es nun mal. Ah, jetzt sind uns 20.000. Ne, doch. Ja. Naja. Okay. Dann ist das halt so. Was ist denn hier los? Oh. Hat ein Baumblatt gemacht. Ist ja schon ein Job, ne? Was sind denn die Vögel? Sieht man hier auch Papageien? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mal hier so ranzoomen mal, Moment mal. So. Ah. Ist ganz schön was los hier, ja? Und da, sind es wir? Wagen Sie es, ja. Ohne mich zu ärgern. Nein, würde ich nie tun, Herr Präsident. Sag doch sowas nicht. Oh, hier sind viele Baustellen. Unsere Felder. So, hier steht noch eine Hütte. Ah, aber es sieht doch ganz schön aus bei uns. Muss man doch auch mal sagen. Was gibt's denn hier?
Wir müssen uns von fossilen Brennstoffen lossagen, denn davon gibt es... Komm schon, haha. Die Yankees werden uns mit Geld überschütten. Doch wir müssen wenigstens einen Hauch von Fortschritt zeigen, um im Programm... Ja, können wir ja machen. Stadtentwicklung, Moment. Wo ist das denn? Sehe ich das jetzt auch wieder, ne? Nochmal von vorne. Stadtentwicklung hier. Ja. Präsident, Ihre Aktionen sind so zwielichtig wie der Schatten einer 30 Meter hohen Eiche, gepflanzt in der Erde der Missetat. Sie muss fallen, wenn der Kommunismus siegt. Vielleicht bringen Sie dennoch gute Resultate. Oh, meine Luxusvilla. Wir haben unsere Insel ein Stück grüner gemacht. Und grün bedeutet so viel wie rot. Ja. Ich kann ganz schön nerven, muss man ja mal sagen. Ach Mann, das ist doch scheiße, ich komme hier nirgends hin. Wegen der Umweltverschmutzung, ne? Hier vielleicht? Ja, eventuell. Pass doch dahin! Passe hin. Machen wir wieder Bäume. Na gut. Das ist, glaube ich, nicht mehr unsere große Einnahmequelle, die Sägewerke und so. Luxushäuser wollen wir. Interessante Information. Kann es denen ja nicht so schlecht gehen, ne? Würde ich einfach mal behaupten. Luxusvilla, bauen wir mal 5 Stück. 1, 2, 3. Hier. 5. So, haben wir auch gemacht. Token Dock wird gebaut, das läuft doch alles. Das dauert alles etwas, weil wir extrem viele Baustellen haben. Unsere Insel besteht eigentlich auch nur noch aus Krähen. Wie sieht es denn aus mit Zufriedenheit? Nahrung? Immer noch ein Tipp. Nicht gut. Religion. Naja. 74% sind sie jetzt zufrieden. Ich glaube, das ist ganz gut. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie viel Profit hast du gemacht? Oh. Achso, wir wollten mal gucken, ne? Wegen Autos. Erforschen die Technologie das Rad. Mhm. Da ist das Rad. Okay. Schauen wir doch mal. Wir könnten aber mal was für die Forschung noch tun, ne? Observatorium. Einfach mal. Ja, wir haben ja keine erhöhte Position, ne? Machen wir hier mal eins hin, ne? Einfach mal so. Hm? Nur so, weil wir es können. Wir müssen die jetzt erstmal fertig bauen lassen. Die kommen ja gar nicht mehr hinterher. So, 217. Das ist schon nice. Okay. Oh, unser Gefängnis. Das ist unser Gefängnis, ja. Das ist das Gefängnis. Das habe ich noch nicht gesehen. Mal sehen, wie das ist. Schauen wir doch mal. Wenn das mal fertig gebaut wird, wäre das doch schön, oder? Yay! Da ist es fertig. Das ist uncool. Hier ist unser Gefängnis. Ne? Ich muss aber jetzt ganz schnell hier Verordnungen tracking. Nein. Ja, machen wir das dann mal ganz schnell. Und sonst könnten wir ein Problem kriegen. Wo ist das denn abgerissen worden? Hier. Und dann brauchen wir die Straße auch nicht mehr. Brauchen wir momentan die Straße auch nicht mehr. Schade, schade, Schokolade.
Und da wohnen jetzt noch Leute drin. Und haben keine Arbeit mehr. Nicht gut. So, was können wir denn noch hier? Tourismus. Was schon mit dem? Achso, Neuzeit. Das ist alles. Nee, heißes Wasser, Neuzeit. Ich hab schon einer und Neuzeit, okay. Komm, dann hole mal hier noch ein paar her. So, hier. Ich gebe schon wieder Geld. Was ist Geld? Geld ist nicht das Problem, nur unsere Bauarbeiter tun mir ein bisschen leid. Muss ich ja mal sagen. Aber so ist es halt gerade. So ist es, wenn man El-Präsident der Geld in die Hand gibt, dann wird hier alles voll gebaut und nichts passiert mehr sonst. Hm. Essensqualität, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber wir können ja nichts bauen sonst. Mastbetrieb. Weiß nicht, ob das so gut ist. Mag solche Mastbetriebe ja nicht, ne? Aber es ist nur ein Spiel, Leute, deswegen können wir das bauen. Das da. Schweine noch. Zweimal. Ach Gott, ich baue schon wieder so viel. Das reicht erstmal. Okay, okay, okay. El-Präsident hält sich jetzt zurück. Hoffe ich. Ich hoffe es. Es ist allein mein Wille, der zählt. Okay. Habt ihr gehört? Ich kann nichts machen. Sein Wille, der zählt. Wenn er bauen will, dann baut er. Museum ist auch fertig. Ja, können wir machen. So, ich sollte mal vielleicht ein paar Manager einstellen, ne? Aufrührer ist doch ganz gut. Okay. Kommen wir mal hier auch noch einen Aufseher rein. Warum jetzt, denn nicht? Wo es endlich das neue Observatorium gibt, hoffe ich, dass mein Horoskop etwas zutreffender wird. Nicht falsch verstehen, liebe Astrologen, aber die letzten 20 Mal, an denen ich die Liebe meines Lebens finden sollte, stimmte irgendwas nicht so ganz. Oh. Tja. Passiert, ne? So, okay. Jetzt haben wir unseren Knasch gar nicht richtig angeguckt. Jetzt, ich bewerte hier. So, hier. Ah, da seht ihr, da war Fußballplatz wenigstens drin. Sowas noch in Prison Architect, irgendwie Basketball, Fußball, keine Ahnung. Wäre doch auch ganz schön in Prison Architect, finde ich. Habe ich ja da auch schon öfters angesprochen. Oh, das haben wir ja auch gleich gelöst. Das haben wir auch bald gelöst und das auch. Haben wir schon alles im Auftrag. Wann es fertig wird, ist eine andere Frage. So. Wie sieht's denn hier aus? 10 von 10. Na, da müssen wir jetzt auch noch ein Apartmenthaus hier hinklatschen. Hm. So. Oh, wir haben es gleich noch. 5 Touristen. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Haut rein. Ciao.